Hallo meine lieben Freunde der gepflegten Zeitverschwendung und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Let's Play Guild Wars 2. Ja, im letzten Part waren wir in der Höhle hier und haben da uns mit ein paar Söhnen Svanis gekloppt und haben ihren Plan herausbekommen, und zwar, dass sie den Geist des Minotaurus an einen Champion von denen verfüttern wollen. Und danach sind wir dann hier hingegangen, zu der lieben Erste Galkin. Und ja, haben da mit ihr gequatscht darüber. Und jetzt machen wir hier eine Falle vereiteln. Weil da wollen sie ja den Geist des Minotaurus fangen. Und das wollen wir natürlich nicht. Also machen wir jetzt hier: Beschützt den Minotaurus vor den Söhnen Svanis. Trefft euch mit R an der Hangramre-Anhöhe. Ja, und das machen wir jetzt da. Also laufen wir jetzt nochmal über die Brücke. Also ich habe mich hier schon mal hingeportet, weil sonst hätte ich hier den Part bekommen. Aber das ist sehr langweilig für euch zu sehen, wie ich mich hier durch Ladescreens schleuse. So. Die Events und die Quests ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Das machen wir nämlich alles gleich. Erstmal machen wir jetzt die Story. Überall Yeti-Fell. Habt ihr einen gesehen? Bringt ihn mir als Beweis. So. Im Übrigen habe ich hier das hier von Erik bekommen. Auch ganz nice. 4 schwache Tränke der Söhne Svanis Vernichtung. Plus 3% Schaden gegen Söhne Svanis. Und plus 10% Erfahrung. Das können wir jetzt gleich mal für die Story dann nehmen. So. Jep. Oh, sieht das geil aus. Gleich mal ein Druck. Das sieht ja richtig schick aus. Ja, das gefällt mir. Doch, das sieht richtig gut aus, finde ich. So. Ladescreen. Du bist zwar sehr schick, Ladescreen, aber wir wollen jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit auf dich klotzen. Ich weiß, das kannst du dir schwer vorstellen, aber wir wollen es echt nicht. Also wir sehen uns gleich, wenn der Ladescreen vorbei ist. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. So. Hier ist die erste Galkin. Und nochmal viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo? Ach, geht doch. Wir sind ganz in der Nähe. Die Söhne Svanis allerdings auch. Ich sehe viele andere Spuren neben denen des Minotaurus. Sie kommen näher. Die Svanir sind in kleinen Gruppen unterwegs. Wenn wir vorsichtig sind, können wir sie Gruppe für Gruppe ausschalten, bevor sie überhaupt merken, was los ist. Schlaue Taktik. Gefällt mir. Solange ihr mit vorsichtig nicht sanft meint. Absolut nicht. Zieht halt keine Aufmerksamkeit auf euch. Ansonsten können wir sie so hart angehen, wie wir wollen. Genau das wollte ich hören. Legen wir los. Ja, so. Findet den Geist des Minotaurus. So. Den suchen wir auch mal und nehmen jetzt hier eben fix den Trank. Wie lange hält der an? Eine halbe Stunde. Das ist doch nice. So, Söhne Svanis, jetzt habt ihr echt keine Sonne mehr. Nehmen wir unser... Obwohl, nee, wir springen hier rein und dann nehmen wir das Granatenkit. So. Der Wildnis über euch wachen. Ach, das... Wir reden gleich nochmal mit dir. Fix heilen und weiter auf den Trophon. So, und was wollte sie uns jetzt hier sagen? Die Söhne Svanis sind Monster. Vernichtet man einen Geist, verletzt man die Seele der Wildnis selbst. Dennoch, der Minotaurus muss die Angriffe auf harmlose Karawanen unterlassen. Dafür sorgen wir, so oder so. Wenn wir den Minotaurus nicht überzeugen können, müssen wir Gewalt anwenden. Einverstanden, und wenn es dazu kommt, werden die Söhne sich dafür verantworten müssen. Alles klar. So, Bjarni. Retzen wir die beiden jetzt hier mal. Weil so tot ist doch ein bisschen traurig, wenn wir so tot rumliegen. Das wollen wir ja nicht. So.
Die bedanken sich ja noch nicht mal. Die sind ja drauf. Au! Gar nicht. Exakt so macht ihr das. Gar nicht. So. Und da ist er down. Der muss jetzt auch noch down gehen. Oh, eine nicht identifizierte Farbe. Die gucken wir uns auch gleich mal an. So, mal gucken. Ich will mal wissen, haben wir schon? Ja, gut, dann brauche ich das jetzt nicht nochmal erklären. Muss ich jetzt gerade gar nicht so. Bach. Nee. Aber benutzen wir trotzdem mal. So. Jetzt hier über die Brücke. Jahngrim. Und da ist der Geist. Da. Geist des Minotaurus. Da müssen wir gleich mal hin, wa? Ruhig, Garm. Da ist er. Der Geist des Minotaurus. Die Söhne Svaniers haben ihn umzingelt. Nicht mehr lange. Hey, der Geist des Minotaurus steht unter unserem Schutz. Nehmt die Waffen runter und geht auf Abstand. Niemals. Das ist unsere Beute und ihr wildert hier. Ich wildere euren Kopf und hänge den Holbrock neben ein Elchgeweih. Zurück jetzt. Letzte Chance. Ist dem Typ nicht kalt? Tötet sie, Brüder. Der Drachendiener muss fressen. Ist ja nicht mein Problem, wenn der sich verkühlt. Mensch, Mensch, Mensch. So. Stirb, Jankam, du blöder Typ, ey. Den mag ich nicht. Ich mag alle, die so Geister angreifen, gar nicht. Ich finde das blöd. Muss man noch nicht immer. So, was haben wir bekommen? Fokus. Fokus können wir nicht tragen. Ist also interessant für uns. So, den haben wir schon mal down. Bekommen wir gleich eine süße oder saure Sache. Das ist ja auch cool. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, der guckt bitte einfach das Halloween-Special sich an. Ja, dann solltet ihr es schon ganz schnell wissen. So, toll, der Geist ist tot, aber wir können ihn wieder gleich retzen. Also alles halb so wild. So. Und gekillt. Achso, die Balliste noch. Na gut, und dann kommen wir jetzt hier. Ei, stopp. Dann machen wir jetzt auch noch das hier eben schnell. So, bumm. Schnell, ach, Granatenkit wollen wir. So. So, put him down. Zack, 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 zack. Und den jetzt auch noch eben schnell. Sehr schön. So, viel Spaß mit dem Gespräch. Nur die Ruhe, Bezwinger. Der Geist weiß, dass wir keine Feinde sind. Schaut genau hin. In seinen Augen seht ihr, dass er uns erkennt und uns sehr dankbar ist. Schaut doch diese Wunden und wie ausgemergelt und schwach er ist. Seht ihr die Erde an seinen Hufen? Könnte aus den Dunkelbruchklippen sein. Die Erde und die Wunden stammen sicher vom selben Ort. Und dort werden wir sie finden. Die Söhne und die gefangenen Minotauren. Aber wie kommen wir an den Wachen vorbei, um sie zu befreien? Wir könnten uns als Bierhändler verkleiden, die Svanier betrunken machen und uns reinschleichen. Gut. Oder ihr könntet um den Segen des Minotaurus bitten. Wenn er euch in einen Minotaurus verwandelt, kommt ihr nahe genug heran, um ihnen beim Ausbruch zu helfen. Also, ein paar betrunkene Svanier-Narren oder eine Minotaurenherde zum Durchgehen bringen. Teilt mir eure Wahl mit. Als Legende muss man lernen, solche Entscheidungen zu treffen. Alles klar. Bierhändler oder... oder das andere. Also ich würde sagen...
Nee, wir nehmen den Segen des Minotaurus. Das ist sicherer. Gut, sammelt die Herde, sobald ihr verwandelt seid. Die Minotauren werden euch folgen. Sie werden die Söhne Svanias unter ihren Hufen zertrampeln, wenn nötig. Viel Glück. Macht euch um mich keine Gedanken. Dieses Mal wird die Beute den Jäger erledigen. Nee, erlegen. Sehr schick. Da haben wir jetzt das fertig. Oh, jetzt können wir uns hier so Sache aussuchen. Ich würde sagen, da gehen wir mal auf Vitalität, damit wir ein bisschen mehr aushalten. Und da sind wir Level 7. Nice. So, zack. Und sehen wir so aus. Och ja, das geht ja noch, ne? Aber dann möchte ich mal die beiden Farben wechseln. Nehme ich das Keramik dahin. Und das Kamel dahin. Das sieht dann etwas besser aus, meiner Meinung nach. So. Dann können wir jetzt hier mal rausgehen. So, die Wandererhügel. So, jetzt müssen wir hier hin, aber das ist erst für Level 8, also das dauert noch, bis wir soweit sind. So, und das verkaufe ich dann später nach dem Part. Ja, wiederverwerten, wiederverwerten. Und nochmals wiederverwerten. Und jetzt machen wir hier erstmal schön die Aufgabe da hinten. So, den hier putten wir mal down. So. Ich bin auch noch ein bisschen müde. Ich habe gerade das Halloween-Special aufgenommen. Den letzten Part davon. Der kommt heute auch raus. Oder halt morgen. Mal sehen. Ich weiß es noch nicht genau. Huch. Entschuldigung für das Gebelle da. Das sollte gleich aufhören. Ich mache mir mal so lange kurz den Schnitt. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich denke, es sollte jetzt aufgehört haben. So. Helft Bjarni dabei, den Geist des Hasen zu ehren. Sucht verstecktes Hasenfutter und bringt es zu Bjarni. Haltet die hungrigen Häschen von allen fern, die Futter bei sich tragen. Okay. Bjarni. Ich kümmere mich um die Häschen. Linnea sagt, dass das Häschen heilig ist und wir es anbeten sollen. So wie die Bären und Wölfe. So wie die Bären und die Wölfe. Könnt ihr mir helfen, das Häschen anzubeten? Wie kann ich helfen? Ich habe etwas Futter für verletzte Häschen beiseite gelegt, aber die Gesunden stehlen es dauernd. Könnt ihr mir ja welches bringen? Wo finde ich dieses Hasenfutter? Ich habe das Futter tief im Schnee eingegraben, damit es kein Häschen findet. Warum machen die diebischen Häschen so viel Ärger? Die heiligen Häschen sind sehr krank, wenn sie hungrig sind. Seid vorsichtig. Wenn sie so ein großes Problem, wenn es so ein großes Problem ist, warum kann man dann nicht einfach ein paar töten, zum Wohle der Allgemeinheit? Natürlich nicht, niemals darf man den heiligen Häschen wehtun. Linnea sagt, die Häschen gehen weg, wenn wir sie nicht füttern. Aber ich würde gern jemanden wehtun. Bin ich etwa den ganzen Weg umsonst gekommen? Tapfere Diener, das Häschen kämpfen gegen Minotauren. Das sind keine Freunde von Häschen. Gut, mache ich. Häschen? Das Biest ist tot. Die Häsin lächelt uns heute zu. What the fuck? Okay. So, wir holen uns jetzt hier mal die Sehenswürdigkeit und den Aussichtspunkt. So. So. Und da ist er down. Den hier können wir jetzt hier mal kurz retzen. Und wieder so. Sehr schön. Bum, bum. So, komm, jetzt stirb doch mal. So. Den jetzt auch nochmal. Jetzt fängt das schon wieder an. So, Leute, tut mir leid, ich ignoriere das. Das ist mein Schicker. Soll mein Hund bellen, wie er will.
Naja, bell mal ordentlich. Bell dir mal schön das Leib aus der Seele. Ich weiß gar nicht, sagt man das so? Vielleicht. So, was bringen wir hier das eben schnell zurück? Zu ihm. Ich habe etwas von dem Hasenfutter gefunden. Danke, ich gebe das den verletzten Häschen, damit sie wieder gesund werden. Aber gerne doch. So. Oh, hier ist Kupfererz, das brauche ich. Huch, aber erstmal das Futter zurückbringen, das wollte ich eigentlich gar nicht aufsammeln, aber hey. Ja, bitteschön. So, Kupfererz. Bumm, bumm und bumm. Sehr schön. Und wieder da hinten hinbringen. Ich mag die Aufgabe nicht so gern. Hey! Du Kackfisch. Wow! Oh Mann! Verpisst euch! Ihr seid ja scheiße. Ne, also wie gesagt, ich mag die Aufgabe jetzt nicht so gern, weil ich finde das irgendwie langweilig. Oh, jetzt halt doch mal die Backen da hinten. Schön. Ich mache jetzt auch mal erstmal einen Schnitt, bis ich hier die Aufgabe fertig habe, weil ich muss euch ja jetzt nicht zeigen, wie ich hier jetzt die ganze Zeit dieses Futter bringe. Vor allem nicht, wenn mein Hund da die ganze Zeit ausrastet. Also bis gleich. So, und da bin ich wieder. Das ist jetzt hier der letzte Futtersack, den ich benötige. Tja, und ich würde mal sagen, das ist Charlies erster Auftritt. Also, das ist der Name von meinem Hund. Oh Gott, ey, ihr doofen Hasen. Ja, tut mir leid, das nervt doch so ein bisschen, der Hund. Aber gut, muss man mit leben, ne? So. Ihr wart eine große Hilfe mit den Häschen. Das Häschen dankt euch. Ich habe etwas für euch, einen geheimen Häschenschatz. Heiliger Häschenschätze? Das muss ich sehen. So. Hier so ein Vitalitätsding, das kaufen wir glatt mal. Und nehmen das anstatt Tumtum der Schneeleoparden. Das können wir wegschmeißen. So. Und sonst brauchen wir gar nichts. Können jetzt einmal verkaufen. So. Und was hat er uns geschrieben? Hallo, Linnea sagt, ich sollte mich für eure Hilfe bedanken. Mir und den Häschen geht es prima. Danke, Bjarni. PS, ich glaube, Linnea ist ein bisschen verknallt in euch. Psst. Tja, wer ist das nicht in unseren gut aussehenden Balarason, ne? Linnea, du. Ja, ja. So, jetzt sprechen wir mal mit dem Speer und danach holen wir uns den Aussichtspunkt. So, Mabil. Bis gleich. Die Winterstürme toben, während der Eisdrache verderbte Winde Richtung Süden bläst. Viele Siedler wurden aus ihrem Zuhause vertrieben. Die geblieben sind, kämpfen gegen Hunger, wilde Grawl-Stämme und die fanatischen Söhne Svanis. Vielleicht könnt ihr irgendwo helfen. Oder zumindest herausfinden, was in der Doppelsporn-Freistadt los ist. Wir haben seit Wochen keine Patrouille der Löwengarde mehr gesehen. Alles klar, das werden wir natürlich machen. So, jetzt noch den Aussichtspunkt. Uah, nicht runterfallen. Uah. Bloß nicht runterfallen, ey. Oh, schicke Statuen. Schick, schick. So. Ach, der zeigt das jetzt ja noch mal. Ja, das sind die Geister der Norn, die die gerettet haben vor dem bösen Jormag. Hier der Rabe, der Schneeleopard, der Wolf und die Bären. Sehr schick. Sehr, sehr schick. So. Sehr schick. So, was könnten wir jetzt noch machen? In diesem Part. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal runter und holen uns doch den Aussichtspunkt. Und vielleicht, obwohl ja, den Aussichtspunkt und die Sehenswürdigkeit. Das hier holen wir uns noch und das hier. Und dann war es das dann auch erstmal mit dem Part. So, jetzt nehmen wir hier mal kurz eine Abkürzung. Ist ja erlaubt, ne? Ist ja erlaubt. So. Mensch, jetzt ist aber mal gut, Charlie. Jetzt so langsam ist es aber nervig, Mensch.
Also tut mir leid, ich werde es versuchen dann irgendwie, dass das im nächsten Part dann nicht mehr so ist. Das ist ja richtig nervig. So, und hier rennen wir jetzt einfach mal durch. Die kriegen uns schon nicht. Zack. So. Haben wir schnell geholt. Aber wir müssen uns das ja auch schon mal angucken, ne? Schneller! So. Ist klar. Wunderschön. Und wieder weg. Das Wandern ist des Balaras sonst Lust. Sag ich hier nur. Ich finde, das sieht auch voll cool aus hier mit dem Rucksack so hinten drauf. Das hat irgendwie was. Ist recht stylisch, wa? So. Jetzt hier einmal hochklettern. Und hier den Aussichtspunkt holen. Ach, das Gebiet ist hier so schön. Ich mag das so gerne. Vor allem jetzt hat unser Ball auch endlich mal Klamotten an, sodass man zumindest sagen kann, dem ist nicht so kalt. Der hat einen ordentlichen Wams, eine ordentliche Hose, ordentliche Schuhe und ordentliche Handschuhe. Das ist schon ganz in Ordnung. So. Und lange Haare hat er natürlich auch. Mit Zopf gebunden. Ja, ja. Der gefällt mir schon, der Ball. Der gefällt mir schon. Und das war's auch erstmal für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten. Tschüss.